Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Doom. Endlich geht es weiter mit dem zweiten Teil der Kampagne von der Mission Die Gießerei. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir dieses Projekt bestritten haben. Ich hatte ja diese Mission auf zwei Teile geschnitten und hatte den ersten Teil schon fertig, auch hochgeladen, den zweiten Teil auch schon gemacht und dann war er ja auf der alten Festplatte. Für die es noch nicht wissen, mein PC, ich konnte ja keine Videos machen, weil mein PC kaputt war. Letztendlich lag es dann an der Festplatte und dadurch sind halt aber auch die ganzen restlichen Videos weg. Und das musste ich jetzt nochmal machen, habe das jetzt aber 1:1 nochmal so privat angefangen so zu spielen wie im Video bei der Gießerei Teil 1 und nun können wir ganz normal weitermachen. Es ist jetzt weiterhin noch blind für mich und wir gehen einfach mal zurück. Zumindest wenn ich weiß, wo wir zurück müssen. Aber ich glaube, das war hier. Ich habe auch jetzt keine Ahnung mehr, was wir machen müssen. Es ist komplett blind. Wie komme ich wieder nach oben? Da ist der Rote drin. Wie komme ich jetzt weiter? Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder oben. Aber jetzt weiß ich, wo der rote Typ ist. Der ist irgendwie unter mir. Aber wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Weil das ist auch Notfallsperrung. Das ist ja keine Karte, die ich öffnen kann. Die blaue Karte wäre eigentlich auch ganz sinnvoll, aber ich weiß halt nicht, wo hier noch was sein soll. Also hier war gelb. Ich glaube, hier kommt man auch nicht weiter. Ne, das ist alles blaue Karte. Die blaue wäre jetzt echt nützlich. Weil die Frage ist, wo ist sie? Codex-Eintrag. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Toll, das bringt's auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht nachgucken. Irgendwo muss es doch eine Lösung geben. Aber hier ist auch nichts. Wo zum Teufel soll hier noch was sein? Die eine ist hier drin und dafür brauche ich die blaue Karte.
aber wie ich hier reinkomme? Ich meine, da ist der rote. Also scheint es sogar noch eine rote Tür zu geben, aber da weiß ich auch nicht, welche das sein soll. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Irgendwie ist mir das Ganze hier zu kompliziert. Da sind wir wieder hier wie vorher. Verdammt. Ja. Ich weiß aber nicht, wo ich lang muss. Das ist echt eine gute Frage. Einmal rot und einmal blau, aber ich finde keins. Beim roten weiß ich nicht, wie ich hinkomme. Und hab, also da weiß ich nicht, wie ich hinkomme und weiß auch nicht, wo die Tür ist. Dämonische Bedrohung reduziert um. Und bei blau weiß ich nicht, wo der Schlüssel ist. Also bei einem weiß ich, wo der Schlüssel ist und komme aber nicht hin. Mit dem anderen weiß ich nicht, wo der Schlüssel ist. Das sind mir so feine Kombinationen, hä? Hey. Aber nachschauen ist halt auch blöd. Weiß es noch nicht mehr, wie man da hinkommen soll. Dafür springt der Charakter einfach viel zu gering und hält sich da auch nicht fest. Kann ich nun echt nicht nachvollziehen. Aber bevor ich jetzt noch ewig rumsuche, muss ich dann doch leider erstmal kurz nachgucken. Ja, das bringt mir jetzt. Ich schau mal kurz nach, mach kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder da und habe eine Vermutung. Ich weiß es nicht, ob es jetzt stimmt, aber ich meine, hier sind wir am Anfang hingegangen und wussten nicht, ob man hier was machen kann. Und es scheint ganz richtig zu sein, weil hier immer noch Gegner sind. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Gaslicht entdeckt. Zugang verweigert. Zugang verweigert ist nie gut. Aha, aber ich glaube, das hatten wir auch schon im letzten Part gesehen. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Achtung, Kerntemperatur steigt. Aha. Prätorenmarke. Ach nee, das ist was anderes. Ernsthaft jetzt?
Aber was zum Geier? Entschuldigung. Aber was ist hier dann? Ich hätte irgendwas falsch gemacht. Ich verstehe es nicht. Sonst noch was, was nützlich ist? Nö. Zugang gestattet. Aha. Versiegelt. Da haben wir doch was. Nummer 3. Aha. Chemische Bedrohung reduziert um 3 von 4. Legt hier jetzt auch in unserem Typ rum mit einer blauen Karte. Lecker. Hier geht's nicht weiter. Toll, das war jetzt aber nur ein Nest. Die blaue Karte habe ich immer noch nicht. Was ist denn das? Wo zum Geier ist die letzte Karte? Geh mir aus dem Weg. Es fehlt eine blaue Karte. Wo zum Geier ist die? Ja, wieso ist die hin, kann ich auch nicht sagen. Eine blaue Schlüsselkarte. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da irgendwie schon mal reingekommen sind. Also, beziehungsweise, wo ich schon mal versucht habe, den zweiten Teil zu machen. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ihr Engagement bei der Mars-Mission der USC ist der Grundstein. Oh Gott. So, muss ich nochmal nachschauen. Okay. Eine letzte Vermutung gibt's noch. Die Frage ist nur, wo war die? Ich meine hier oben lang. Konzentration und Engagement.
war, dass man jetzt irgendwie in diese Tür rein kann. Aber sie war ja vorher rot und jetzt ist sie grün. Aha, okay. Ah, blaue Schlüsselkarte. Okay, aber warum ist die jetzt grün geworden? Durch was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht verstehe ich das, wenn ich mir das nochmal extra anschaue. KP. Aber Hauptsache, wir kommen da jetzt rein. Weil zu lang soll ja dieser Part auch nicht werden. So, das letzte Blutnest. Ich wollte schon sagen, das war's doch noch nicht. Kaboom! Komm schon! Zack! Blutnester 4 von 4 erledigt. Geht doch! Aktiviere die Kühltruppe. Okay. Da ist noch ein Viech. Ein Dämon. Komm her. Erledigt. Ach, und jetzt kommen wir weiter. Okay. Achtung, Kerntemperatur übersteigt kritische Grenze. Ja, von der Zeit her passt das eh. Die meiste Zeit muss ich nur mit nachschauen. So verbrannt, ich muss es ja noch zusammenschneiden. Also irgendwie, vor allem auch jetzt mit dem Blauen, ist auch ein bisschen... Auf der einen Seite eigene Dummheit, auf der anderen Seite eben, weil ich es auch gerade warum auch immer nicht gecheckt habe, dass man jetzt irgendwie wahrscheinlich da in die blaue Tür kann. In die rote Tür halt dann jetzt kann, die dann grün geworden ist. Aber warum konnte man da auf einmal rein? Ich meine, ich habe. Hatte ich irgendwie einen Schalter umgelegt oder so? Was ich vergessen habe? Wie schnell man sowas mal vergessen kann. Aber gut, ist ja nicht so weiter schlimm. Langsam reißt mir der Geduldsfaden bei diesem dicken Viech hier. So. Hä, ist noch gut. Warum darf ich nicht rein? Wenn wir nicht alle erledigt sind, oder? Das sind doch. Da kommen immer wieder neue. So ganz verstehe ich das noch nicht. Und da oben wird man gezeigt, dass ich auch in eine andere Richtung soll. Och nee. Letzter Speicherpunkt. Das kann ich das Ganze jetzt nochmal machen. Ach ja, so ist das.
So kann das Ganze gehen. Dämonenpräsenz auf minimal reduziert. So, und ich komme von dem niedrigen Platz und ich muss da hinten zu diesem Boden. Ja, genau. Bin ich bescheuert. Hä, hey, warum? Und vor allem verbrennen, ne? Auch für die Logik. Aber warum bin ich jetzt gestorben? So schnell doch nicht, oder? Naja. Was soll's? Dann wird das Ganze hier eben mal ein größerer Part. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ist schon ziemlich lang. Aber naja. Ich will immer Viereck drücken, weil bei den meisten Spielen ist einfach, um irgendwas zu betätigen, Viereck. Aber nee, hier nicht. Komm her, Mann. Sind die hin? Hallo? Ah, komm her. Wo ist die hin? Nicht so kleinlich. Nicht verstecken. Das ist eh keine Chance. Erledigt. Diese großen Viecher, ne? Hat man mal einen, ist der zweite sich immer, hat der zweite sich sofort versteckt. Das ist unfassbar. Komm her. Was ist jetzt? Wow. Scheint nicht so. Er versucht mich mit dem Laser zu vernichten. Er hat es nicht anders verdient. Oh oh. Nein! Ich kann dazu echt nichts mehr sagen. Sowas macht mich baff. So knapp, er war wahrscheinlich der Letzte. Und was man wird, dass er der Letzte war. Und dann passiert sowas. Echt. So ein Müll. Das ist so mühselig, ey. So eine beschissene Stelle habe ich noch nie erlebt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das...
als ich das letzte Mal gemacht habe, genauso beschissen war. Ich hab null im Kopf, ich meine, das ist 2 Monate her. Warum darf ich hier nicht rein? Ganz ehrlich. Ich will hier rein. Okay. Wow, Entschuldigung, jetzt werde ich schon müde von diesem Spiel. Na, aber jetzt sieht man mal, was freie Zeit so ausmacht. Ferien können da dann schon was ganz Schönes sein, auf jeden Fall. Auf mir auf die Nerven zu gehen. Okay. Aber dann merkt der Körper halt auch den ganzen Stress, den man immer hatte. Der erholt er sich halt dann auch mal, ne? Dachte, bei dem zweiten großen gleich, ne? Ich nehme direkt die Kette, ich verschätze gar. So, zweite Runde. Ich hoffe, das ist die letzte, weil ich habe keinen Bock hier ewig lange ganzen Viecher hier zu erledigen. Hä? Da, komm her. Die sind echt clever, dabei habe ich es echt eigentlich nur auf. Was haben wir denn eingestellt damals? Normal, ne? So, gib's mir, hier ist es doch. Wäre auch erledigt. Komm her! So, und dann haben wir noch unseren Laserfuzzi, wo immer doch ist. Hier war gerade noch. Unseren riesigen Freund hier, den haben wir mal in 2 Teile geschnitten. Da ist noch einer. Er möchte auch in 2 Teile geschnitten werden. Keine Munition, verdammt! Er möchte nicht in 2 Teile geschnitten werden. Das Vergnügen kann ich ihm leider nicht machen. So gern ich das auch machen würde. Aber hier ist 0. Wo ist der Riesige? Da. Direkt hinter mir. Man sollte nicht nachfragen. Nie gut. Erledigen. Gott. Es ist so mühselig. Und echt anstrengend. Ich glaube, das war's. Die Kerntemperatur ist jetzt stabil. Yes! Darf ich jetzt weiter? Jawohl! Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Autorisierung Olivia Pierce Alpha 402. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Hättest sie sowieso niemals retten können. Oh mein Gott. Verhindere die Kernschmelze. Abgeschlossen. Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken.
Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Jawohl, und damit haben wir die Mission abgeschlossen. Und wir können speichern. Ich musste zwar jetzt zweimal kurz nachschauen, aber sonst hätte es auch zu lange jetzt gedauert. Es hat aber auf jeden Fall natürlich mal wieder Spaß gemacht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht habt, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.